Inmiddels kunnen we bij mijn Alzheimer lijdt, het woordje lijdt wel weglaten hoor. Ik dacht gisteren dat het zaterdag was en dan zou ik dus vandaag naar huis gaan. En gelukkig had Miek in de gaten dat het pas morgen zondag is en niet vandaag. Dus ik heb gauw nog een dagje bijgeboekt en zojuist belde Klaus dat ze onderweg zijn. Die had ook raar op een neus gekeken als ze hier naartoe waren gekomen. En ik had in Holland gezeten. Het is echt heel erg met mij. Maar ja goed, het is vakantie. En dan bestaat er geen zaterdag of zondag of maandag. Dan bestaat er alleen maar vrije tijd. Top jongens. Oh, das ist so leicht, man soll nur die Schilder zum Sommerrodelbahn folgen. Ja. Oder Landal. Du bist doof. Dank von Hans. Komm, ich habe jetzt schon eine Telefoneinheit für dich vertelefoniert, weil ich so dämlich bin. Du musst verstehen. Kameraleute. Als Fotografen. Sie sind nur Fotografen, weil sie immer hinter der Kamera stehen. Genau, nie davor, ja. Deine Nachbarn sind Wanderer. Ich habe um halb ja, sechs sind heute gestern angekommen. Angerufen. Da haben sie mich gefragt, nicht um halb sechs, um halb sieben, ob ich immer so früh aufstehe. Habe ich gesagt, ja klar. Ich hätte doch Urlaub. Ja, und das ist nee, das ist ja das genaue Gegenteil. Man sagt, die sollen sich vorstellen, da wäre eine Pfütze und die würden die mit ihrem, würden die austrinken, die Pfütze, und leer saugen. Oh, okay. Törnchen, was sagst du dazu? Mit was denn? Zur Grundstellung für irgendwelche Wirbelsäulengymnastik. Ja, und mit was sollen die aufsaugen? Mit dem Eis kleinen Rüssel, ja. Und sein Tier überschlägt. Echt? So. Wie muss ich mir vorstellen, dass es überschlägt? Hallo. So, als hättest du so. Ach, nee, ich hab mir gedacht. Ich dachte, ja, irgendwas, weil ich komisch gehe oder also, sowas. Das gefährlichste Mädchen der Welt. Seid so blöd. Klingel. Oh mein Gott. Schnell weg hier! Das ist mir jetzt ein Klingel, dann kommt auf einmal angerannt der Ich habe bei jeder was zu meckern gehabt. Und ja,
Ich zuerst noch so, ja, die ist zu eng. Dabei Bremsen! Nicht so schnell! Aussteigen bitte. Du hättest da abspringen können, am Seil. Ich hab ihr gesagt und dann macht sie so, nee. Ich hab gedacht, ich krieg das so schnell. Ich mach das auch immer zu früh. Dann hätten die gar keinen Dach. Haha. Wenn es jetzt regnen würde. Ja, wenn es jetzt regnen würde, hätten die gar keinen Dach. Hügel hoch. Die haben nichts gesehen, nur einander. Aufsteigen, ganz schnell. Celine. Habe ich doch extra hinter dich gestellt. Ja, ja. Ich habe auf Film gesetzt. Da haben wir gerade gestanden, das ist das Mühlenmuseum. Ja, also, der ganz am Anfang hat so Holz gekauft. Also, das ist ja doch ein Mühlen.
fallen lassen, Mili. Eigentlich. Idioten halt. Ja, bezahlen jemanden dafür, dass er mit Gläsern, mit drei Gläsern auf dem Tablett da steht. Warmen Kakao? Ja, hier, ich esse hier. Vielen Dank. Bitteschön. Oh. Wenn der Limonade trinkt und keine Cola. Ja. Ja. Limonade sozusagen. Ja. Da darf man nicht drauf, der ist abgesperrt. Ja, ich bin. Küche. Nee, die wollten uns das Beste vorenthalten. Früchte! Die waren ganz oben. Eine Minute, ja, aber für Leute, die gesund sind, ist ja gehen. Da haben die Handfüße. Ja, jeden Monat 125 Euro mehr an die Bank zahlen muss. Dann sieht es noch schlechter aus. Da müssen wir den Urlaub, den wir schon gemacht haben, zurückgeben. Das Wir sind jetzt schon 10 Minuten unterwegs. Für ja, gerade Hans mit zum Bootje. Da müssen wir nicht schlafen. Da Selina! Nein! Nein! Ja, doch. Ein wenig doch. Ja. Nicht sehr lustig, aber ein wenig doch. Ein bisschen. Ah, da geht der Hans mit seinem Boot. Die Innenstadt Fußgängerzone so. Die mögen die Sonne und die Wärme. Das stimmt, genau. Konzert mit ERP und ja. Tschüss.
Bei einer Frau, wo man Kleider zum Unterhaus hat. Ich esse ein paar Arschköpfe, aber die sind so groß. Ich muss auch wieder jodeln. Ja, Leute! So ist lustig, woher kannst du das? Ich war mal in der Schweiz. Das Ohr ist schön. Ganz allein und gemütlich in der Mitte. Ja. Ei. Wir haben uns geprügelt. Zu wenig. Schnell. Ja, ja. Schnell. Ich habe sehr lange gewartet. So. Zo, nu is het gewoon een wolkvakantie. En nu ga ik morgen echt naar huis. Ik heb net de familie uitgezwaaid. Het was weer een hartstikke leuke dag. Ik ga nu eerst de foto's weer eventjes op de computer zetten.